Das läuft doch bisher ganz gut. Es gibt wieder etwas von unserer Königin. Vielleicht wieder etwas Taschengeld, Johanna. Komm schon, komm schon. Ich mach so einen netten Kussmund. Komm schon. Ach, du liebe Güte, in was für eine Lage habe ich mich gebracht. Ihr habt von der neuen Statue gehört, die auf dem Regierungsplatz aufgestellt wird, nicht wahr? Die, für die alle Schulkinder von Rivellon das Vorbild auswählen durften. Okay. Wie es scheint, bin ich die von ihm gewählte Muse. Natürlich bin ich geschmeichelt, aber wir Elfen erschaffen keine Statuen von Elfen. Das wäre beinahe Götzendienst. Ich muss ablehnen. Oder... Nicht? Ich weiß nicht. Oberon wird vielleicht durchdrehen, das ist wahr. Allerdings... Ich meine, wenn die Kinder das wollen und das würde deine Beliebtheit steigern und sowieso und keine Ahnung. Ich denke nicht, dass ihr ablehnen solltet, diese Kinder wissen, dass ihr viele Leute inspiriert, so wie ich. Eine Statue ist das Mindeste, was ihr verdient. Ja, das denke ich auch. Ich meine, es ist immer die Königin. Meine Königin. Ihr seid so süß. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich wurde auserkoren und werde es tun. Das ist so aufregend. Finde ich auch. Ich muss jetzt erstmal einen trinken. Dies ist eine aufregende Zeit für die Kunst der Echsen. Es wurde eine Statue der Lady Lohanna in Auftrag gegeben und einer unserer berühmtesten Bildhauer wird ihr Antlitz in Stein verewigen. Wie toll, dass es auch noch einer von den Echsen ist. Unsterblich gemacht durch Delagecco selbst. Welche Ehre. Delagecco. Wieder ein Kampf gewonnen und verloren. Oder gewonnen. Steh dem Drachen. Okay, die haben nichts Neues zu sagen. Was für ein Triumph. Nichts Neues zu sagen. So, können wir etwas erforschen? Nein, nichts Sinnvolles, glaube ich, mit 14. Wir brauchen schon 20 Punkte. Was ist Oberon? Kommandant, ich habe gehört, Lady Lohanna soll Gegenstand eines Kunstwerks werden. In Form einer Skulptur irgendeines Echsenstümpers. Ich appelliere besorgt an euch und euren Einfluss auf unsere geschätzte Königin. Jetzt halt mal den Ball flach. Ihr werdet doch sicherstellen, dass sie dieses Angebot ablehnt. In der Gesellschaft der Elfen sind alle gleich. Und das Hervorheben einer Person gilt als frevelhafte Verehrung. Abscheulich. Tja, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass schon lange alles entschieden ist. Werdet ihr fristlose Kündigungen entlassen? Zufriedenheit ist bei 34%. Anpassung des Imperialen. Wir haben 4 Schlachten verloren, sehe ich gerade. Das geht noch. Und es geht weiter. Was können wir als nächstes tun? Er traut sich offensichtlich nicht, mich hier anzugreifen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin froh, dass er es nicht tut. Kann ich hier oben irgendetwas bauen? Söldnerkarten. Goldmine. Die Goldmine lohnt sich halt nicht wirklich. Hier könnte sie sich lohnen, aber das ist auch schon zu spät. Wir kämpfen jetzt also an 2 Fronten. Hier kann ich wenigstens 3 Einheiten bauen. Das gefällt mir doch wesentlich besser. Wir bauen ein Donnerrohr. Jäger. Und Kampfläufer. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, doch, geht. Gut. Wir ziehen aber noch nicht weiter. Als nächstes sollte ich mir hier ein paar Truppen abholen. Was hat dieses dumme Transportervieh vor? Sitzt da jemand drin? Ist da jemand drin? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Wir verbleiben aber auf diesem Gebiet. Wir müssen hier so viel sichern, wie wir nur können.
Es wird sowieso schon böse genug. Ich werde Kata niemals einnehmen. Niemals. Es wird einfach nicht funktionieren. Die erhöht nochmal ihr Goldeinkommen. Ist ja noch nicht genug. Und baut 4 Transporter. Das gibt eine große Invasion. Ja, das gibt eine Invasion. Das sind allerdings die Lande der Elfen. Da haben wir einen großen Bonus. Den müssten wir eigentlich nutzen. Dieses ganze Gebiet hier können wir durch den hohen Elfenbonus mit Sicherheit einfacher erobern. Faran schnürt sie gerade zu, sehe ich gerade. Wie geil ist das denn? Der Kerl hat sich hier voll reingedrängt. Ja, das nutzen wir zu unserem Vorteil. Er steht auch direkt vor ihrer Hauptstadt. Da können sie meinetwegen... What? Wie kommt dieser Bastard dazu, jetzt auf einmal scheiß Transporter zu bauen? 2 Donnerrohre, 1 Kampfläufer. Okay, das geht noch. Wir haben außerdem... Ja, Siegwahrscheinlichkeit 96%. Gut. Ich sag nichts mehr. Ich war gerade echt in Sorge, aber wenn ich mir das angucke... Das lasse ich automatisch ausfechten. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Ja. Wir haben eine Raketenläufereinheit verloren, also. Ist in Ordnung. Dafür hat er dann auch etwas federn gelassen, endlich mal. Und der Transporter ist weg, so stelle ich mir das vor. Und Faran dünnt ihre Reihen aus. Lady Lohanna befiehlt größenwahnsinniges Projekt. Nutzlose Statue kostet Millionen. Halt den Mund. Die brutale Kollision zwischen Krieg und Zivilisation. Untersuchung zum Thema Völkermord. Wie Drachen sich ernähren. Schon wieder. Ja, verdammt, ich bin ein Allesfresser. Na und? Echsen, 75% mittlerweile am meisten. Eure Königin hat euch belohnt. Eine Kampfkarte. Ich möchte aber viel lieber Geld von dir haben. Rauchende Musketen, Kommandant. Wie freundlich von euch, mir zu gratulieren. Meine Tochter heiratet einen ganz großen Fisch. Einen der reichsten Imps und Hersteller von Selbstbaukanonen für den Heimgebrauch. Glückliche kleine Dame. Das denke ich auch. Ich gratuliere dir. Man sagt, Trinculos Tochter wird bald verheiratet. Er ist überglücklich, was ich verstehen kann. Aber ist seine Tochter nicht... etwas jung? Keine Ahnung. Ein bisschen seltsam. Sie sollte mit Puppen und nicht mit ihrem Ehemann spielen. Ich habe noch nie einen Imp als Kind gesehen, ehrlich gesagt. Forschen. Ich kann forschen. Donnerrohr, doppelt so schnell. Nee, das ist kacke. Ich erforsche nun den Impjäger. Eine neue Einheit. Endlich mal eine Flugeinheit und hoffentlich eine anständige. Und die 8 Punkte bewahre ich mir dann auch für die nächste Runde. Was gibt es in der Bar Neues? Wer hat was zu erzählen? Kampf und Blut. Du nicht, du. Kommandant, eine weitere Angelegenheit benötigt euer gütiges Urteil. Erneut wird einem jungen Mädchen von Männerhand großes Leid zugefügt. Schieß los, Alice Schwarzer. Abscheulich, diese arrangierten Ehen. Sie waren mir schon lange ein Dorn im Auge. Aber jetzt verschachert einer eurer Berater... Dieser Schwachkopf Trinculo, seine eigene Tochter, wie ein hübsches Möbelstück, an einen alten, hässlichen Herzog, um an dessen Geld zu kommen. Das Mädchen ist gerade mal 12 Jahre alt und muss einen alten, 100-jährigen Greis heiraten. Das ist abscheulich, Kommandant. Aber warum sage ich euch das überhaupt? Ihr seid genauso. Habt euch die reichste Prinzessin geschnappt. Das wage ich zu bezweifeln. Das wage ich zu bezweifeln. Erstens, hör auf, mir vorzuwerfen, ich wäre untreu. Ich bin eine ganz fromme Seele. Und zweitens, sie ist mit Sicherheit nicht die reichste von denen gewesen. So, mir reicht's. Das Mädchen in euren Gemächern kann nicht gerettet werden, aber Trinculos Tochter schon. Verhindert diese Hochzeit, Kommandant. Und zwar sofort. Ja, wir stärken die Rechte der Frauen, Herrgott. Ja, mach genauso wie ich. Mach mich ruhig nach, guck mich mit diesen komischen Bambi-Augen an.
Sie ist 12 und Jahrhundert, das darf einfach nicht sein. Ich werde ein Gesetz vorlegen, das besagt, dass Frauen einer Heirat zustimmen müssen, bevor sie erlaubt wird. Natürlich, das ist, gehört sich einfach. Exzellent. Und fügt ein Mindestalter hinzu. Eine 20-Jährige kann sich ihren Eltern besser widersetzen als ein kleines Mädchen. Ja, ja. Recht so, Kommandant. Frauen sind keine Tauschware, sondern Juwelen. Ich weiß, und so behandle ich meinen Schatz ja auch. Und ich möchte, dass alle Frauen so behandelt werden. So. Zurück in die Strategiekarte. Was gilt es als nächstes zu tun? Wir wurden etwas geschwächt. Sollte aber alles noch ausreichen. Aber nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt, und das sieht nämlich so aus. Bau bitte zwei Jäger hier. Und bau bitte Kampfläufer hier. Gut. Drei Forschungspunkte. Öffentliche Meinung 40%. Wenn schon, denn schon. Da werde ich jetzt einschlagen wie eine Bombe. Das wird jetzt interessant. Nein! Er fängt an, nicht mehr dumm zu sein. Okay, wir sind tot. Gott, was hat die vor? Baut hunderte Transporter. Haut sie jetzt ab. Haut sie ab. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Wo, was macht sie da? Ich kann mir nicht erklären, was das soll. Sybil? Möchtest du ein Wörtchen darüber sagen? Was wird das jetzt für eine Dreiecksschlacht hier? Das gefällt mir nicht. Ich teile meine Prozente mit niemandem. Na. Ich möchte nicht. Gut, das ist also jetzt in Farans Hand. Ich muss diese Schlacht eigentlich selbst ausfechten. Ich kann seine Jäger schwächen. Mache ich auch. Ich mache seine Jäger langsamer und mache meine Jäger stärker. Das reicht mir erstmal. Wie sieht die Karte aus? Das wird jetzt sehr interessant. Oh Gott, wird das interessant. Oh Gott. Vor allen Dingen endlich mal eine Schlacht mit mehr als zwei Parteien. Das ist also unsere Truppe. Luftwerft. Wird im Nu fertiggestellt. Ist das ein Baum? Nun, jetzt nicht mehr. Na, die Luftwerft ist, glaube ich. Bau ist im Gange, Kommandant. Donnerrohre. Oh Gott. No, 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 Senoritas everywhere. Wir brauchen den Belagerungsmodus. Die Jäger werden nicht in unsere Fallen tappen, Kommandant. Sie können jetzt getarnte Einheiten aufdecken. Ich bin derjenige, der hier gejagt wird. Ich vertraue euch voll und ganz, Sir. Feuert! Wir werden sie zertrümmern. Ein Bein nach dem anderen.
Nein!